Schwebt das hier auch in der Luft? Schwebt auch in der Luft. Okay. Hüt. Oh. Also... Das war jetzt so nicht geplant. Gut. Also das war jetzt nicht geplant mit der Explosion. Aber na gut. Ich sehe gerade, dass hier Loxlead steht. Wir gehen mal runter zum Loxlead und hoffen, dass es jetzt... Erstmal esse ich ihn los. Wir gehen mal runter dann zum Loxlead, nachdem ich hier Lusch gegessen habe, und gucken mal. Ist es jetzt doch hier? So. Jetzt habe ich das wieder angemacht. So. Holen wir uns hier die Stöcke kurz. Wenn wir schon einmal wieder hier sind, so erstmal Lusch. Dann, Moment, müssen wir gleich wieder den neuen Lurche hier rein platzieren. Oh, noch ein Lurche rein platzieren. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir da unten nicht zu sehr rumfuchteln. Das sollte nicht so oft passieren, weil die sind doch recht teuer, die Bomben. Möchte ich dann doch nicht für sinnlose Dinge wie das da gerade eben verschwenden. So, ich weiß, klingt seltsam, aber ist so. So, Lurch gegessen, Lurch aufgehangen. Dann gehen wir mal nach unten und schauen mal. Hallo? Hallo? Ah, okay. Fischen würde ich auch gerne. Jetzt wollen wir mal gucken, sind die Barbaren denn jetzt noch hier, die ich hier aufgelegt habe? Da liegt zumindest ein... Nee, siehst du? Der trainiert sich gar nicht, weil die werden gar nicht gespeichert. Und hier sieht man die Höhle übrigens sehr gut. Der Loxlead steht noch da. Ah, die Loks sind weg. Hä? Warum sind die Loks weg? Wie jetzt? Alle Loks sind weg? Wie behindert ist das denn jetzt? Ist das einfach mal alle ab? Also das ist jetzt doof. Und da muss ich sagen, das gefällt mir jetzt nicht. Ich kann den Schlitten nicht mehr benutzen. Was ist denn das? Hä? C. Geht das hier wieder rein? Ich kann nichts in die Schlitten reinpacken. Das ist doch mega behindert. Dann laufe ich, das ist mir jetzt zu blöd. Dann laufe ich jetzt. Wie behindert ist das? Weil ich irgendwie den Menschen angepackt habe und dann gab es so einen komischen Bug zwischen Holz und so. Zwischen dem Holz und dem Menschen kann ich jetzt den Schlitten nicht mehr anpacken. Naja gut. War eigentlich klar, dass es Bugs geben kann. Muss ich mich jetzt also nicht aufregen, künstlich hier. Das regt mich auf! Mit. So, dann machen wir ganz kurz hier den da noch fertig. Haben wir 10. Da fehlen noch 5 Loks. So gut, dass wir das vielleicht auch in Kürze fertig machen. Bitte. Erhole dich mal ganz kurz, mein Süßer. Dann hier noch ein bisschen was. Oh, mal hier noch ein bisschen was. So, klack, klack. Ist doch doof, dass die Loks jedes Mal verschwinden. Du musst eigentlich, du bist, also wenn du Aufnahmen machst, du bist gezwungen, oder allgemein bist du gezwungen, längere Spielstände zu machen, weil wenn die Loks immer verschwinden,
Ist natürlich mega beschissen sonst. So, ist auch der fertig. Okay. Dann baue ich mir gleich nochmal einen Schlitten. Geht ja nicht anders. Nix drin gewesen. So, auch du weg hier. Und du. Das ist alles ein bisschen sehr dunkel hier. War das essbar? War essbar, sehr schön. Ich sehe das gar nicht hier drinne. Bei euch auf YouTube müsste es ja dann noch dunkler sein. Da hab ich gestern auch einen geilen Beitrag gelesen. Da hat der eine so gefragt, ja, macht YouTube die Videos nicht automatisch dunkler? Und die Antwort darauf war so geil. Ja, so kann man es nennen. Man kann es aber auch einfach eine schlechte Grafikbearbeitung von YouTube nennen. Das war ziemlich geil. Stimmt ja, dass YouTube da ein bisschen Probleme hat. Ja, ich dachte, das wische ich. Manchmal. Und das ist deswegen, aber das Kommentar war so geil. Ja, man kann es entweder sagen, das macht automatisch dunkler, oder man nennt es schlechte Grafikbearbeitung von YouTube. Hab ich gefeiert. Fand ich cool. War aber nicht unter meinen Kommentaren, das habe ich so zwischendrin irgendwo mal gelesen. Was, du guckst andere YouTube-Videos? Nein, nein. Würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Ich bin natürlich nur auf meinem Kanal fixiert und deswegen ist ja Rivalenkampf auf YouTube, ne? Da gibt es keine Freunde und so, sind alles Rivalen, da muss man sich gegenseitig ganz hart bangen und so. Ich bin auch professioneller Hater. Ich gehe dann immer unter andere YouTube-Kommentare haten. Wehe, der Schlitten funktioniert jetzt nicht, dann werde ich aber böse. Ich stehe früh auf und das erste, was ich eigentlich mache, ist dann so bei Kronk und so vorbeigehen und einfach mal komplett durchhaten. Das ist so meine Berufung. Da werde ich bezahlt für. Ich bin bei der offiziellen Go-Hater. Was? Hallo? Ich bin bei der offiziellen Hater Company. Arbeitsbeginn ist früh um 6. Knallharte Arbeitszeiten sind das. Und das geht dann so bis abends 23 Uhr. Und dann habe ich 7 Stunden, also nicht mal 8 Stunden Schlaf, ne? Dann habe ich 7 Stunden Schlaf, keine Pause zwischen. Und das ist so, das ist dann so dieses Hater-Ding. Bezahlung ist Euro-Job. Also da kriegst du auch nicht viel. Ist ehrenamtlich so ein bisschen. Also so ist ehrenamtlich mit, so sagen wir mal, Verdienst, dass du dir Brötchen leisten kannst noch. Damit du auch beim Haten nicht vom Stuhl klappst. Da ist schon und weißt du Bescheid. Habe ich erwähnt, dass ich es scheiße finde, dass unsere ganzen Bombenstelle weg sind? Und habe ich erwähnt, dass ich über den Schlitten abkotze? Wehe, das geht jetzt nicht. Ah, jetzt geht's wieder. Also auf den. Also, wir merken uns, Barbaren hochheben ist böse. Wer hätte es gedacht? Nicht machen, sonst geht nicht. Passt da jetzt? Das muss ich mal ausprobieren. Passt da jetzt noch einer drauf? Da würde ich den Schlitten am liebsten irgendwie ins Wasser schieben oder so, aber das wäre mir jetzt zu langwierig, die Aufgabe. Darum nicht. So, dann schauen wir mal, wie viel Holz das Häuschen jetzt noch braucht. Ich glaube, es sind jetzt noch ungefähr, ich würde sagen, 86 sind es bestimmt noch. Komme ich hier durch? Durch Bäume kann ich fahren, gehen nur durch... Nee, auch nicht. Ah, okay, das war vorhin wahrscheinlich ein Bug. Der ganze Schlitten war vorhin anscheinend verbuggt. Der konnte Dinge, die der hier nicht kann. Das war so ein Superschlitten. Habe ich bei Ikea gekauft. Hä? /16/94 hat der jetzt... Dit meint 16,94, fehlen uns noch ein bisschen weniger als 80. Ist aber okay, 80 geht eigentlich. Da würde ich in dem nächsten Ding erstmal das große Feuer machen wollen. Weil ich das ausprobieren will. Ich glaube, wir haben gerade noch so 5. Das würde genau reichen. Und dann würde ich die Bäume rings um die Basis abholzen. Das ist natürlich am intelligentesten. Ich weiß, das könnt ihr euch jetzt gar nicht vorstellen, dass das so intelligent ist, aber das klang jetzt irgendwie böse. Nein, so war das nicht gemeint. Das war jetzt eigentlich spaßig gemeint. Jetzt bin ich böse. Das sollte nicht böse klingen.
Das klang jetzt irgendwie sehr arrogant, so wie, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie professionell ich hier arbeite, ne? Ich bin eigentlich ausgezeichnet als bester The Forest-Spieler dieses Jahr und ja, da ist hartes Leben hier. Ich bin alles. Ich bin YouTuber, Hater, Koch, professioneller Forest-Spieler, also ich habe ein echt hartes Leben. Alles Euro-Jobs. Ich mache hier 10 Euro-Jobs nebeneinander so. Ja, dann verrate ich euch im Laufe des Tages. Oh mein Gott. Seht ihr seht ihr diese Plattform da hinten? Ich bin doch nicht bekloppt. Okay. Hallo. Hallo? Bin ich bescheuert jetzt? Low Energy. No, Low Energy. Erstmal mal das da ganz kurz. Ich weiß, das ist jetzt... Fick dich. Fick dich einfach nur. Mit deinem scheiß Walkie-Talkie kannst du sonst was... Hallo? Ich frage mich jetzt gerade, wie ich das jetzt machen soll. Ich werde wahrscheinlich... Ist heute ein bisschen der Wurm drin, habe ich so das Gefühl. The following is in development Alpha Game. Was heißt eigentlich Development? Ist in Bearbeitung wahrscheinlich, so Produktion, Bearbeitung. Das ist jetzt irgendwie, heute ist echt der Wurm drin, ich weiß nicht warum. Naja. Ich weiß gar nicht, wie spät es gerade ist. Gleich um 10! Hey! Wir nehmen, glaube ich, 2 Stunden ungefähr schon auf, aber es ist okay. Ja, das heißt auf Deutsch, wir haben gar nichts gemacht jetzt von dem ganzen Zeug. Das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt mega prickelnd, dass wir jetzt überhaupt nichts gemacht haben eigentlich. Und jetzt den ganzen Spaß nochmal machen können. Aber wir haben zumindest die Bombe nicht weggeworfen, das ist schon mal nicht schlecht. Mann. Ich hoffe, wir hatten... Doch, wir hatten schon die Behausung gebaut. Genau. Na, komm. So. Ist du... Du bist schwarze Bären, gell? So, aufpassen, dass wir hier jetzt nicht... So. Okay, es hat funktioniert. Dann esse ich jetzt einen Lorch. Dann machen wir dasselbe. Tut mir echt leid, dass wir jetzt gerade nochmal alles machen müssen. Ich kann nichts dafür. Ich kann echt nichts dafür. Ist das Spiel? Ich glaube, er hat den Aufgang. Bin mir nicht sicher. So. Dann gehen wir ganz kurz hier zurück. Guck mal, wie viel Holz wir noch aufnehmen können. Geht anscheinend noch was. So, da. Dann hier. Der war zu. Und hier ist auch nichts drin. Dann gehen wir jetzt rüber. Was fehlt uns jetzt hier noch? Müssen wir den noch fertig machen? Ich hatte hier die Steine schon drin. Okay. Dann 13. Nur mal ganz kurz. Ja, es geht natürlich ein bisschen schneller, weil ich genau weiß, was ich gerade gemacht habe. Was? Ganz ruhig, wir schaffen das. Wir schaffen das. So. So. Ist ja auch fertig.
Hier war ein Stein, wir haben uns an einem Stein gerade aufgehangen. Ich möchte auch ganz kurz so ein Standing Fire hier mal anbringen. Mit, ich dachte, ich habe drei genommen. Anscheinend nicht. Dann machen wir da noch einen hin. Da kenne ich einen Stock. Anscheinend nicht, egal. Dann nehmen wir uns hier einen. So. Ich frage mich, warum ich jedes Mal außen rumrenne, aber egal. So, das sieht man auch gut, also da renne ich jetzt noch nicht davor. Und dann sehe ich den Stein auch hier. Huch. So. Wie gesagt, nur aufpassen, dass wir nicht davor rennen. Jetzt haben wir natürlich doch ein Lurch haben wir noch, das ist sehr schön, den ziehe ich mir gleich mal an. Na, na, na. Und dann mache ich jetzt noch was anderes, bevor wir hier weitermachen. Und zwar baue ich mir jetzt hier noch ein Shelter hin. Das ist zwar überflüssig an sich, aber ich habe keine Bock hier alles 100 Mal zu machen. Darum sammeln wir uns jetzt noch kurz vor Sticks zusammen. Was? Hallo? Das ist jetzt an sich besser, weil dann kann ich ab und zu mal abspeichern. Was habe ich nämlich, vergesse ich natürlich, wenn ich so weit weg von zu Hause bin. Denn das ist mit dem Abspeichern immer so ein Ding. So. Haben wir jetzt 9 von 14, fehlen noch 5. Ich weiß gar nicht, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, ob das Bauen Geräusche macht. Kann ich gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. So. Dann hier jetzt. Und hier. Baumstämme hat es natürlich nicht neu geladen. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es die jetzt neu geladen hätte. Der Schlitten da hinten ist hundertprozentig immer noch kaputt. Das heißt, den brauchen wir auch nicht ausprobieren. Das heißt, wir können gleich einen neuen Schlitten bauen. Und ihr seht doch da hinten. Ich bin doch nicht der Einzige, der diese Plattform da hinten sieht. Wir gehen da gleich mal hin. So, C. Gespeichert. Jetzt ist da ein Stick. Und dann nehme ich mir gleich ein paar Sticks mit. Na komm. So, nehmen wir gleich ein paar Sticks mit. Und dann gehen wir jetzt da runter und bauen jetzt hier einen Lockslied gleich her. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. War jetzt aber nicht so viel, wir haben zum Glück nicht viel gemacht. Wir haben nur ein Lockslied gebaut und haben das Zeug hier hochgebracht. Das ist alles noch human. Na komm. Okay, dann Lockslied. Stopp, da war er. Hallo Lockslied. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann nehme ich mir Hidi. Hidi. Hallo? Der packt jetzt komischerweise die Axt immer aus, komplett. Und lässt sie dann auch weggepackt, aber ist auch egal. Dann mache ich das halt manuell. Das ist ja nicht so schlimm. So, da haben wir jetzt ein paar Sticks collected. Da ist noch einer. Sind die eigentlich in der Folge nachgewachsen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die sind auch immer nach der Folge erst nachgewachsen, gell? Sehr schön, der ist fertig. So, und dann geht's hier runter. Jetzt ist der andere zum Glück auch nicht hier. Das heißt, der steht uns auch nicht im Weg rum. Dann bringen wir die zwei Fohlen jetzt hoch. Und dann würde ich sagen,
Machen wir gleich los mit dem Anbauen. Oh, Alter, das ist bestimmt eine Viertelstunde, die ich den ganzen Spaß nochmal machen darf. Und das Feuer haben wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht 10 Sticks drin, gell? Oder wie viele das waren? Da ist doch... Was ist denn das da hinten? Fehlt dir noch was? Nö, dafür nur die 5. Wisst ihr was, dann mach ich das gleich mal jetzt. Nicht schlecht. Das sieht schon geil aus. So. Muss aufpassen, dass ich da nicht reinrenne. Möchte ich doch ungern, weil könnte wehtun. So. Die wachsen noch nach. Erzähl mir nichts. Ich verpack mich hier gerade schon wieder. Kann doch gar nicht sein. Jetzt hat sich der Schlitt in den Baum festgebackt. Ich glaub's nicht. Heute ist nicht mein Tag. So. Dann holst du den Baum mal ab. Aber der wird trotzdem drin festbacken, ne? Weil der Baumstamm stehen bleibt. Ich muss den eher abholzen, von daher. Oder ist das einer? Ja. Den können wir ruhig mitnehmen. Da sind zwei Rehe. Bei Rehen denke ich immer wieder Ureinwohner, aber doch nicht. So. Ah, super, jetzt geht's wieder. Wo ist er? Sag mal, bin ich heute behindert? Wo ist der jetzt hin? Da. Wo ist der Rest? Ah, da ist einer. Ist. Da ist einer. Da steht das Lied. Ich glaube auch recht ungünstig, ne? Ich stehe mal ein bisschen raus hier. Damit man den besser sieht. Damit man das Lied besser sieht. Dann hauen wir uns mal noch einen Energy Mix rein. Und hier war doch gerade noch. Man sieht hier aber auch so gar nichts, einfach nur. Ah. Ich habe natürlich zwei aufgepackt, obwohl das Lied hier hinten steht. Naja. The Bugs, ne? The Bugs of the Doom. Gut, da haben wir schon mal einen Baum gefällt. Gehen wir halt gleich und holen die 7 Dinger, ist auch egal. So. Nein. Ich habe mich nicht wieder. Oh nein. Das ist doch ein Witz. Was ist denn das? Ich verstehe nicht, was dieser Dreck soll. Mit dem Festbacken im Stein, das kann doch gar nicht sein. Der Vollung ist in Indie, fick dich. Habe ich nicht gesagt, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Jetzt machen wir den ganzen Mist nochmal. Ich habe zum Glück vorher gespeichert. Was ist denn das? Ich raff das nicht. Also heute ist irgendwie der Wurm drin, so ein bisschen. Keine Angst, ich werde die Folgen wieder länger machen, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die werden wieder so lang, dass ihr da nicht irgendwie auf eure Kosten kommt, wegen dem Schwachsinn hier. Ja. Ich glaube, den Schlitten haben wir noch nicht gebaut gehabt jetzt. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, der Schlitten war... Ja, komm hier. Ja, Schlitten haben wir noch nicht gebaut. Die ganzen Dinger sind wieder hier alle. So, dann nehmen wir uns ganz kurz alles mit.
Storage, Sleet, boah, Alter, ey. Hallo? So, dann den ganzen Spaß mitnehmen. Uah, aggressiv. So. Hallo? So. Irgendwie fehlt da noch was? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo die Anzeige war. So, du auch noch hier mitnehmen. Und dann sollte wieder voll sein. So, jetzt hole ich nur diese Baumstämme von da unten und dann werden wir ohne Schlitten arbeiten. Ich werde diesen Schlitten jetzt nehmen, um die Baumstämme von da unten zu holen, ne? Und dann werden wir ohne Schlitten arbeiten und ich werde, nachdem ich die Baumstämme geholt habe, erstmal speichern. Ich werde dieses Ding auch nicht... Nein, 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 nein.